die Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg und das Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft veranstalteten auch dieses Jahr das Bodenseeforum Personalmanagement. Diese hochwertige Weiterbildung für Personalchefs fand bereits zum 20. Mal statt. Nach der Schweiz und Deutschland war in diesem Jahr wieder Vorarlberg an der Reihe, als Veranstaltungsort zu fungieren. So begrüßte Dr. Josef Rupp im Festspielhaus Bregenz die aus drei Ländern angereisten Personalchefs und wies darauf hin, wie wichtig dieses Forum nicht nur für Personalleiter, sondern in erster Linie auch für die Mitarbeiter ist. Das wichtigste Kapital nicht nur für unsere Unternehmen, sondern für unsere Gesellschaft sind unsere Mitarbeiter und die Qualifikation und Ausbildung unserer Mitarbeiter. Aber die Brücke zu den Mitarbeitern wird hier natürlich in den allermeisten Fällen durch die Personalabteilungen und die Personalverantwortlichen gestellt. Unsere Lebenswelten haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Entwicklungszyklen haben sich deutlich verkürzt, Aufträge werden mehr und mehr von einem engeren Terminkorsett geprägt. Neue Technologien haben Einzug gehalten, die unser Kommunikationsverhalten und unser Arbeitsleben von Grund auf gewandelt haben. Und jetzt kommen junge Generationen mit deutlich geänderten Wertevorstellungen und drängen auf den Arbeitsmarkt. Somit bekommen es Unternehmen mit bis dato noch nie dagewesenen Herausforderungen zu tun. Wie aber kann man sich als Unternehmen in diesem Wandel bewähren? Das ist eine der Kernfragen, die beim 20. Bodenseeforum Personalmanagement Antworten finden sollte. Unter anderem war Professor Eberhard Ullich Ansprechpartner und Redner. Sein Kernthema war die Life-Domain-Balance. Also eine Balance finden zwischen den verschiedenen Lebensbereichen. Und eben nicht Work-Life-Balance, weil das ja so aussieht, als wenn Arbeit und Leben verschiedene Bereiche wären. Das ist zu überlegen, wie man die Arbeit inhaltlich gestaltet. Das geht um die Frage der Arbeitszeiten. Das kann auch heißen, die Arbeitsorte, wie zum Beispiel Telearbeit und Ähnliches, unter diesem Gesichtspunkt zu berücksichtigen. Im Fokus des diesjährigen Bodenseeforums Personalmanagement lagen unter anderem auch die Themen Burnout und Generationen in der Arbeitswelt. Denn gerade das Thema Burnout ist ein immer wiederkehrendes und wird oftmals auch überansprucht. Was Burnout aber wirklich heißt, warum es bei den verschiedenen Menschen auftritt und was man im Vorfeld machen kann, damit man nicht betroffen wird, erfuhren die Teilnehmer bei einem von zwei Workshops. Also wichtig ist zunächst mal, dass Burnout kein Krankheitsbild ist, was man manchmal irgendwie so in der Öffentlichkeit die Meinung also hört, sondern dass es eigentlich ein arbeitspsychologisches Konzept ist, was dazu anregen soll, Arbeit gut, gesund zu gestalten. Es ist natürlich wichtig auch für die Unternehmer zu wissen, dass Burnout einerseits durch Personenfaktoren bedingt ist. Auf der anderen Seite spielt aber schon auch die Arbeitsgestaltung eine Rolle. Also immer dann, wenn Mitarbeiter halt viel investieren und wenig eigene Einflussmöglichkeiten und vielleicht auch wenig Wertschätzung dann dafür bekommen, dann wissen wir wissenschaftlich, dass Burnout gehäuft entsteht. In den letzten 20 Jahren hat gerade das alljährliche Bodenseeforum Personalmanagement Baden-Württemberg und Vorarlberg zusammengeschweißt. Fakt ist, dass das große Baden-Württemberg vom kleinen Vorarlberg lernen kann. Wir können voneinander lernen und es ist viel leichter von Vorarlberg zu lernen für uns aus Baden-Württemberg und umgekehrt, als wenn wir einen großen Vortrag aus New York oder wer weiß woher bekommen. Und deswegen freuen wir uns auf die Zusammenarbeit und genießen das auch sehr, weil die Impulse auch aus den Unternehmen zu bekommen, ist nahezu genial. Man kann immer was voneinander abkupfern und lernen. Martin Wolf vom Vorarlberger Unternehmen Wolf Vision setzt sich zusammen mit seinem Unternehmen stark für die betriebliche Gesundheitsförderung ein. Interessant dabei sind seine Erfahrungen, die er damit gemacht hat und vor allem bringt er zum Ausdruck, was seine Motivation dafür ist. Einmal kann man es ganz wirtschaftlich betrachten, eine bessere Gesundheit der Mitarbeiter bringt weniger Fluktuation und höhere Produktivität. Das heißt, es macht sich einfach wirtschaftlich unheimlich nutzbar. Und das Zweite ist, man kann einfach mal auch schauen, was ist das Menschenbild des jeweiligen Unternehmers oder der jeweiligen Firma. Und man handelt oder man macht, hat Menschen um sich und da rentiert es sich doch einmal zum Schauen, wie geht man mit Menschen einfach um. Und man sollte nicht unbedingt gegen sein Menschenbild agieren. Und dann macht betriebliche Gesundheitsförderung sehr, sehr viel Sinn. Unterm Strich hat das diesjährige Bodenseeforum Personalmanagement wieder einige Türen geöffnet bzw. viel Input gegeben, um mit aktuellen Situationen und Herausforderungen in den verschiedensten Industrieunternehmen umzugehen. Das Bodenseeforum ist immer eine Bereicherung für die Personalisten
Weil es einfach spannende Themen bringt. Und zwar Themen, die zum einen aktuell sind und auch Themen, die uns in der Zukunft beschäftigen werden. Und der Austausch, der gegenseitige, aber auch die Gespräche und die Vorträge von kompetenten Partnern ist einfach unschätzbar. Die Informationen, die die Teilnehmer über den Tag hinweg aufgesaugt haben, konnten dann beim gemeinsamen Abendessen im Festspielhaus Bregenz durchdiskutiert und entsprechend verarbeitet werden.